So, bei den Tipps und Tricks würde ich gerne auf ein paar absolute Do's eingehen, was ich immer besonders gut finde, bei Bewerbungsgesprächen und bei den Don'ts, was ich auch häufiger mal sehe, wo ich glaube, dass man das, wenn man vorher Bescheid weiß, dass man das gut vermeiden kann. Wenn wir auf die Do's jetzt erstmal schauen, da würde ich als allerersten Tipp sofort mitgeben, fasst nochmal einmal die Fragestellung zusammen, wenn ihr die Case-Fragestellung bekommt. Also der Interviewer wird euch eine Situation beschreiben, fasst es einmal nochmal kurz in euren Worten zusammen, aus dem Grund, dass ihr da auch gegebenenfalls Missverständlichkeiten, also wenn ihr das falsch verstanden habt oder wenn es da einfach Kommunikationsprobleme gab, dass das von vornherein einfach ausgeräumt werden kann, dieses Problem. Und es gibt dem Interviewer auch das Gefühl oder mir das Gefühl, ihr habt den Case verstanden, ihr wisst jetzt erstmal, worum es geht. Dann folgende Informationen, die dann vom Interviewer noch gegeben werden, würde ich auch als Tipp geben. Unbedingt einmal schauen, dass das alle Notizen aufgeschrieben werden. Die kommen als Informationen, weil es kann häufig sein, dass Infos unwichtig erscheinen zu Beginn, aber am Ende sehr, sehr wichtig sind. Und da ist es natürlich super, wenn ihr alle Informationen parat habt auf einem Zettel. Fragt auch gerne zusätzliche Fragen, um nochmal Verständnisprobleme zu klären etc. Gerne sind alle Interviewer da immer bereit, auch zusätzliche Fragen nochmal zu beantworten. Und wenn das soweit alles geklärt ist, nehmt euch dann ruhig ein, 2 Minuten Zeit, um euren Case zu strukturieren. Und das heißt, einfach kurz dem Interviewer Bescheid geben, dass ihr gerne ein, 2 Minuten mal die Gedanken ordnen möchtet, um die Struktur aufzubauen. Jeder Interviewer gibt diese Zeit, damit man dann schön strukturiert in den Case durchstarten kann. Wenn die Zeit dann vorbei ist, also entweder entscheidet ihr das, dass ihr sagt, so, jetzt würdet ihr gerne starten, oder der Interviewer wird dann das Zeichen geben, so, jetzt würden wir gerne auch dann starten mit der Lösung, präsentiert erstmal diesen Ansatz. Sprich, was habt ihr euch jetzt in diesen 1, 2 Minuten überlegt? Wie würdet ihr da gerne rangehen? Damit der Interviewer Bescheid weiß, wo geht es denn jetzt überhaupt längst? Dann, das wäre nämlich dann auch wieder der Punkt, wo ein Interviewer einspringen kann, um euch wieder auf den richtigen Weg zu schubsen, falls dieser Ansatz nicht der direkteste Weg ist. Also natürlich gibt es immer viele Lösungen, aber wir wollen ja auch, dass ihr bei dem Interview erfolgreich seid und wollen dann auch dann gerne in die richtige Richtung euch dann schubsen. Deswegen nimmt einfach den Interview so viel wie möglich mit, dass wir immer wissen, wo ihr gerade seid in eurem Case, gerne auch am Flipchart oder einfach auf dem Papier aufgemalt. Das macht es uns einfacher, euch zu verstehen, euch wiederum wieder richtige Tipps zu geben, etc. An einem Punkt des Cases wird dann auch sehr häufig gerechnet werden. Hier ist es für mich wichtig, dass es genau und zügig gemacht wird. Es ist kein Problem, wenn ihr euch mal verrechnet, aber schaut dann einfach nur mal, wenn ihr gerechnet habt, das macht mal so einen Plausibilitätscheck. Kann das sein von den Größenordnungen her, von den Nullen? Macht das irgendwie Sinn? Und dann, wenn ihr nochmal kurz 2, 3 Sekunden drüber nachgedacht habt, präsentiert dann euer Ergebnis. Wenn ihr bei so Zwischenergebnissen seid, sprich so die erste Hälfte der Fragestellung ist vielleicht geklärt, finde ich es auch immer sehr schön, wenn dann das Ergebnis so, das Zwischenergebnis einmal nochmal kurz zusammengefasst werden kann. Sprich, dass man so ein Zwischenfazit zieht, wo sind wir gerade, was haben wir herausgefunden, wie gehen wir jetzt weiter. Das finde ich von der Struktur auch immer sehr, sehr schön. Und besonders toll finde ich es dann, wenn mich Kandidaten mit Out-of-the-Box-Ideen überraschen. Und einfach nochmal kreative Ansätze bringen, so ihre eigene Note setzen, die ich mir vielleicht auch gar nicht überlegt habe, sondern die mich einfach überraschen. Das ist dann immer so das i-Tüpfelchen auf meinem Case. Ja, Markus, willst du da gerne noch ergänzen, was bei deinen Tops oben steht? Ja, ich glaube, das war schon echt ein sehr, sehr schöner Einblick. Es gibt einen Punkt, den ich zumindest auch noch mal betonen möchte. Das ist so dieser Punkt, naja, bei so einem Case ist ja völlig klar, die Zeit ist begrenzt, also sprich 50 Minuten, je nachdem, ja, es gibt natürlich je nach Bewerbungsprozess auch noch mal ein bisschen Abstufung. Da muss ich natürlich immer, wenn ich einen Lösungsvorschlag entwickle, im Hinterkopf haben, dass diese Lösung auch irgendwo realistisch zu einem Ergebnis innerhalb dieser Zeit führen muss. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Case auf eine Lösung komme, auf eine komplizierte Matrix-Rechnung, bei der ich aber jetzt schon eigentlich weiß als Kandidat, das ist ja niemals schaffbar in der Zeit, ja, dann
sollte ich da direkt nochmal mit dem Interviewer darüber sprechen und gemeinsam einen Ansatz entwickeln, über einen Ansatz nachdenken, über einen Ansatz nachdenken, über Shortcuts nachdenken, die auch eine realistische Lösung des Cases in der Zeit geben. Das ist, ich würde es fast ein bisschen vergleichen mit Rechenaufgaben, die es auch schon mal in der Schule gibt oder die es eben auch im Studium gibt. Ja, auch da weiß ich häufig, wenn ich so eine Klausuraufgabe lese, okay, das klingt ja jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert, aber irgendwie muss da ja doch ein Lösungsweg existieren, der mir ermöglicht, innerhalb der gegebenen Zeit zu einer Lösung zu kommen. Von daher, das immer so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert beim Lösen von Cases. Und zusammen, ja, spricht man eben darüber, wie sich ein guter, kürzerer Ansatz finden lässt, kommen wir dann auch zum Ziel. So, dann würde ich jetzt nochmal auf die Don'ts eingehen wollen, sprich, was man möglichst vermeiden sollte oder wo ihr auch gerne von anderen Kandidaten lernen könnt. Bitte vermeidet es, Annahmen zu treffen, die ihr nicht erklärt. Also es ist kein Problem, Annahmen zu treffen. Es ist nur immer sehr schwer nachvollziehbar für den Interviewer, wenn wir nicht wissen, woher diese Annahme kommt. Sprich, wenn wir von Einwohnerzahlen oder von Umsätzen oder von solchen Informationen sprechen, wo eine Annahme getroffen werden muss, erklärt kurz, wie er auf diese Annahme kommt, wie das plausibilisiert wird, dass das jetzt keine aus der Luft gegriffene Zahl ist, sondern dass da irgendwas dahinter steckt, dass wir genau wissen, wo das herkommt. Annahmen getroffen werden sollen, die keine fundierten Hintergründe haben, sollten auch keine vorliegenden Schlüsse gezogen werden. Sprich, wenn es jetzt vielleicht im Case erstmal danach aussieht, dass vielleicht Produkt A super toll im Umsatz ist und absolut getrieben werden muss, kann es vielleicht am Ende dann Produkt B sein, was im Case dann die Lösung bringt. Also deswegen, also auf gar keinen Fall vorliegende Schlüsse ziehen. Das ist auch im Beraterleben sehr schlecht. Verliert euch auch nicht im Detail. Wichtig ist die Ausgangsfragestellung. Was sollte nochmal gelöst werden? Und schreibt das am besten einmal groß auf den Zettel, dass ihr das nicht aus den Augen verliert, weil wenn ihr dann auf Sohle 17 dann euch wirklich bis ins Detail verliert, dann kommt man auch in der gegebenen Zeit nicht auf die richtige Lösung. Das ist dann für uns auch immer schwer, dann die Kandidaten wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Wenn ihr dann so einen Ansatz sucht, ist es auch nicht immer hilfreich, in Casebuch-Lösungen zu denken. Also sicherlich hat der eine oder andere schon mal so ein Casebuch in der Hand gehabt und gelesen. Das ist auch richtig sinnvoll, die zu lesen haben wir, glaube ich, alle vor so Bewerbungsinterviews, dass man das richtige Mindset hat, wie man was strukturieren kann. Aber zumindest bei mir ist es so, dass Projekte, dass das Cases alle aus dem echten Leben kommen. Also das waren alles mal Projekte bei mir. Und die kann man einfach nicht mit Squeaker-Buchlösungen lösen. Dann wären wir wahrscheinlich nicht für das Projekt geheiert worden vom Kunden. Deswegen auch gerne einen Ansatz abseits dieser Bücher wählen. Es kann ja auch angelehnt sein an solche Ansätze. Wenn es beim Rechnen dann mal das eine oder andere kleine Fehlerchen gibt, das ist wie gesagt kein Problem. Wir sind alle menschlich. Wir wissen, dass ihr nervös seid oder angespannt seid. Das ist kein Problem, sich mal zu verrechnen. Vermeidet nur dann noch nervöser zu werden und euch weiter zu verrechnen. Also bei ein, zwei Fehlerchen ist es wirklich gar kein Problem, aber dann einfach nicht die Nerven verlieren, sondern einfach weiterrechnen. Ihr kommt ja alle in Interviews, weil ihr durch eure akademischen und praktischen Leistungen überzeugt habt. Also ihr könnt ja alle rechnen. Was dann auch ihr unbedingt vermeiden solltet, wäre einfach drauf loszureden, ohne eure Struktur vorerklärt zu haben. Was ich ja auch eben bei den Do's erwähnt hatte, dass man einmal so durchgeführt wird durch die Struktur. Weil wenn ihr einfach drauf losredet, dann weiß ich zumindest meistens gar nicht, wo sind wir denn jetzt gerade im Case, welches Problem lösen wir jetzt gerade und wie ist überhaupt der Weg, wie wir aufs Ziel kommen, was ist überhaupt das Ziel. Häufig involvieren Cases auch so eine Art Brainstorming, wo man besonders kreativ werden kann, wo es dann darum geht, dass man einfach auf möglichst viele verschiedene Alternativen kommt. Da habe ich es auch häufig gesehen, dass Kandidaten da dann irgend so eine kleine Blockade, im Kopf so eine kleine Denkblockade haben, dass man auf zwei, drei Sachen kommt, aber dann hört es irgendwie auf. Da finde ich immer hilfreich, als Tipp zu geben, dass man sich vielleicht bei so Brainstorming-Ideen auch da eine kleine Struktur aufbaut. Also wie kann man Ideen vielleicht clustern in drei, vier verschiedene Töpfe. Und wenn man dann diese Töpfe durchgeht, wo man dann die Ideen geclustert hat, da kommt man auch direkt auf viel, viel mehr Ideen, als wenn man einfach drauf los brainstormt. Das wäre hier noch mein Tipp.
Und was ihr auf gar keinen Fall tun solltet, ist unsere Tipps zu ignorieren. Wir wollen ja, dass ihr erfolgreich seid. Also das kann man hier nicht genug betonen, dass wirklich ihr bei dem Interview ja überzeugen sollt. Deswegen die Tipps, die wir geben, sind alle dazu gedacht, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Wenn wir sagen, etwas ist irrelevant oder nicht so wichtig oder da haben wir keine Infos zu, dann ist es meistens auch deswegen, dass wir wollen, dass ihr an einer anderen Stelle mal weiterdenkt. Nicht, dass wir euch verwirren wollen. Das hier nochmal so von mir zum Abschluss der Do's und Don'ts. Markus, ergänze dann auch gerne von deiner Erfahrung. Ja, ich denke, das sind schon viele Punkte, die sehr gut sind. Im Zweifel passiert es natürlich immer wieder mal im Case-Interview, dass ich einen der Punkte gar nicht so auf dem Schirm habe. Was hilft dann? Auf jeden Fall ist es aus meiner Sicht immer sehr, sehr sinnvoll, wenn ich auch so ein bisschen zwischenmenschlich den Interviewer gut beobachte, sozusagen eine zwischenmenschliche Beziehung so ein Stück weit in den Interviews aufbaue. Denn das hilft natürlich so ein bisschen, die Signale zu lesen. Und häufig zeigt natürlich der Interviewer schon durch kritische Nachfragen, vielleicht auch mal durch kritische Blicke, dass irgendetwas an der Lösung noch nicht ganz in die richtige Richtung geht. Trotz alledem ist natürlich immer zu berücksichtigen, so ein Interview ist natürlich eine möglichst reale Arbeitssituation, die wir auch in der Beratung erleben. Da kann es natürlich auch schon mal sein, dass das Gegenüber ein Stück weit blöft. Und daher zwischenmenschliche Beobachtung kann da gut helfen, um das sozusagen zu entdecken.